Was ist diese menschliche Fähigkeit zur Vergebung? Worin besteht die menschliche Fähigkeit, unabhängig von den Lebensumständen Würde zu haben? Ist Vergebung Schwäche? Heißt es, ich bin dem anderen hilflos ausgeliefert? Ich muss mich doch an dem anderen, der mir Unrecht tut, rächen. Ich muss ihn doch hassen. Bei der Vergebung geht es nicht nur um den anderen. Es geht um die Schönheit der eigenen Seele. Es geht um unsere eigene Fähigkeit, unser Leben zu erfüllen. Jack Kornfield erzählt eine Geschichte von zwei ehemaligen Kriegsgefangenen. Der eine sagt zu dem anderen, hast du deinen Peinigern schon vergeben? Und der zweite sagt, nein, nie. Darauf sagt der erste, nun, wir halten dich immer noch im Gefängnis, nicht wahr? Vergebung ist vor allem die Fähigkeit loszulassen, das Leiden, die Sorgen, die Lasten des Schmerzes und des Verrats der Vergangenheit loszulassen und stattdessen das Geheimnis der Liebe zu wählen. Vergebung versetzt uns von dem kleinen, abgegrenzten Empfinden von uns selbst zu einer Fähigkeit, uns zu erneuern, loszulassen und in Liebe zu leben. In der Bhagavad Gita heißt es, wenn du den Mutigen sehen willst, dann schau auf diejenigen, die Liebe gegen Hass zurückgeben können. Wenn du das Heldenhafte sehen willst, dann schau auf diejenigen, die vergeben können. Mit Vergebung sind wir nicht bereit, jemanden anzugreifen oder ihm Schaden zuzufügen. Auch nicht uns selbst. Ohne Vergebung wäre das Leben sehr unerträglich. Es ist schwer, sich eine Welt ohne Vergebung vorzustellen. Denn wir wären an das Leid der Vergangenheit gekettet und müssen es nur immer wieder wiederholen. Es gäbe keine Befreiung. Es ist nicht einfach. Der indische Mystiker Meher Baba schrieb, Liebe und Vergebung sind nichts für schwache Nerven, aber jemand muss aufstehen und sagen, es hört bei mir auf. Ich werde diesen Kummer nicht an meine Kinder weitergeben. Jack Kornfield erzählt eine schöne Geschichte über eine Frau, die inmitten einer schrecklichen Scheidung zu ihm kam. Leider war ihr Ex-Mann Anwalt und zwar ein sehr guter, sodass er ihr das meiste Geld und einen Großteil des Sorgerechts für die Kinder abknüpfte. Sie war einfach verzweifelt und kämpfte auf alle Arten, um sich zu schützen. Am Ende sagte sie, weißt du, ich werde meinen Kindern einfach kein Erbe des Hasses hinterlassen. Ich werde es nicht tun. Ich werde einen Weg finden, das durchzustehen. Und ich werde ihn nicht hassen, den Bastard. Humor hilft, das tut er wirklich. Wenn dich jemand betrügt, kannst du ihn hassen oder du kannst irgendwann sagen, dass es das nicht wert ist. Es ist es nicht wert, Tag für Tag mit Hass zu leben. Denn die Person, die dich betrogen hat, könnte jetzt gerade auf Hawaii sein und einen schönen Urlaub machen. Und du? Du bist hier und hasst sie. Wer leidet dann? Vergebung bedeutet nicht, dass wir das, was in der Vergangenheit geschehen ist, gutheißen. Es geht nicht um Vergeben und Vergessen. Sadhguru sagt, Vergeben heißt nicht vergessen. Vergeben bedeutet, dass du keine Bitterkeit in dir trägst, denn das zerstört dein Leben. Tatsächlich kann Vergebung auch die Entschlossenheit beinhalten, sich zu schützen und nicht zuzulassen, dass so etwas noch einmal geschieht. Vergebung bedeutet nicht, dass du mit der Person, die dich betrogen hat, unbedingt sprechen oder eine Beziehung zu ihr aufbauen musst. Es geht nicht um sie. Vergebung duldet ihr Verhalten nicht. Sie kann aber für Gerechtigkeit eintreten und sagen, nie wieder. Vergebung ist auch nicht immer eine schnelle Angelegenheit. Man kann die Dinge nicht einfach überspielen, lächeln und sagen, ich vergebe. Es ist ein tiefer Prozess im Inneren. Und in diesem Prozess muss man den Verrat an sich selbst oder an anderen Personen zugeben. Den Kummer, die Wut, den Schmerz, die Angst. Und das kann einige Zeit dauern.
Es gibt eine buddhistische Geschichte, die zeigt, wie wir Vergebung entwickeln können. Jemand wirft einen Stein nach dir. Er verletzt dich mit einem Stein. Dann sagt der buddhistische Lehrer zu dir, auf wen bist du wütend? Und dann würdest du sagen, ich bin wütend auf die Person. Der Lehrer sagt, nun, es war der Stein, der dich getroffen hat, nicht die Person. Warum bist du also nicht wütend auf den Stein? Und du würdest sagen, ich bin nicht wütend auf den Stein, weil der Stein keine Absicht hatte. Er ist nur ein lebloses Objekt. Er wurde von einer Person geworfen. Also bin ich auf diese Person wütend. Dann sagt der Lehrer, nach dieser Logik solltest du nicht auf die Person wütend sein, sondern auf ihren Schmerz. Denn die Person ist genau wie der Stein. Sie wird hilflos durch den Schmerz umhergeworfen. Wenn wir also diese Denkweise verstehen, kann uns das helfen, Verständnis und Vergebung zu entwickeln. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und Zuhören. Auf unserer Internetseite imawelt.org bieten wir unseren Kurs IMA Transformation Challenge an. IMA Transformation Challenge ist ein umfassender Kurs für persönliches Wachstum, der eine Veränderung in der Art und Weise bewirkt, wie du dein Leben, deine Arbeit und die Welt, in der du lebst, wahrnimmst und erlebst. Den Link zum Kurs findest du in der Beschreibung. Schau mal rein. Wir freuen uns. Alles Gute!